Jeden Morgen neue Gnade. Andachten mit dem Evangelium im Zentrum von Paul David Tripp. Die heutige Andacht trägt die Überschrift Gottes beständige Liebe. Im Gegensatz zur menschlichen Liebe, die oft wankelmütig und unbeständig ist, versagt die Liebe Gottes nie, was auch geschehen mag. Ich liebe Psalm 136. Ich liebe alle Psalmen, aber Psalm 136 beeindruckt mich besonders, so oft ich ihn lese. Ich liebe auch die Wiederholungen, die diesen Psalm von allen anderen unterscheidet. Ich liebe die Tatsache, dass Psalm 136 ein historischer Psalm ist, der aber durch seinen Refrain in ein Liebesgedicht verwandelt wird. Mir gefällt es, dass er immer wieder bestätigt, was wir so verzweifelt nötig haben, immer und immer wieder zu hören. Nicht ein oder zwei, sondern 26 Mal. Nun, ich meine, dass du und ich immer dann, wenn Gott spricht, demütig stillschweigend und zuhören sollten. Aber ich meine auch, dass wir an solchen Stellen sorgfältig aufmerken sollten, wo es Gott gefiel, sich selbst zu wiederholen, und ganz besonders dann, wenn er sich so oft wiederholt. Warum wiederholt Gott immer und immer wieder durch die Feder des Psalmisten, denn seine Gnade währt ewiglich? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Erstens, gibt es keine radikalere und grundlegendere Realität für eine biblische Weltanschauung und für ein persönliches Selbstverständnis als diese. Worum geht es in der biblischen Geschichte? Es ist die Geschichte eines Gottes der Liebe, der in der Person des Sohnes seiner Liebe in die Welt hereinkam, um sein Reich der Liebe durch ein vollkommenes Opfer der Liebe aufzurichten, um uns in Liebe zu vergeben und uns in seiner Familie der Liebe hineinzuziehen und uns dadurch zu Boten eben dieser selben Liebe auszusenden. Die gesamte Hoffnung einer gefallenen Menschheit ruht allein darauf, dass es einen Retter gibt, der ewig unwandelbar ist in seiner erlösenden, vergebenden, versöhnenden, umgestaltenden und befreienden Liebe. Ohne dies ist die Bibel nur ein Buch mit interessanten Geschichten und hilfreichen Grundsätzen. Aber sie hätte keinerlei Kraft, das zu beheben, was durch die Sünde gebrochen ist. Der zweite Grund, weshalb Gott diesen Refrain wiederholt, liegt darin, dass wir in unserem Leben keine Erfahrung mit solcher Art von Liebe haben. Alles, was neu für uns ist, beginnen wir immer aus dem Blickwinkel unserer eigenen Erfahrung zu verstehen. Alle menschliche Liebe, die wir erlebt haben, war in irgendeiner Weise unzulänglich. Gottes Liebe aber nicht. Seine Liebe ist vollkommen und für immer absolut unerschütterlich. Sie ist die einzigartige, atemberaubendste Realität im Leben eines Gläubigen. Wenn Gott uns mit seiner Liebe ergriffen hat, kann uns nichts mehr von ihm trennen. Das ist ein Grund, weiterzumachen, einerlei, wie hart das Leben zu sein scheint und wie schwach wir uns fühlen.